Also so schaut das aus. Sehr stylisch, finde ich. Wir sind hier richtige Bar-Mixer. Oh mein Gott, sieht richtig cool aus. Oh mein Gott! Und ins Wasser. Oh wow. Mein Gott, das T-Shirt sieht richtig cool aus. Hallo meine Lieben und willkommen in Ilias Welt mit... Abel! Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, ist das Wetter draußen richtig kacke heute. Es regnet schon den ganzen Tag. Ich bin aufgestanden und es hat schon geregnet. Es war richtig kalt und einfach überhaupt kein Sommerwetter. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum heute so ein blödes Wetter ist. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es richtig heiß war und dann jetzt nur Regen. Jedenfalls nervt mich schon die Abend die ganze Zeit seit ihrem Geburtstag, dass sie unbedingt dieses Tie-Dye-Set ausprobieren möchte. Das sie bekommen hat zum Geburtstag. Ja. Genau, das haben wir euch eh schon das letzte Mal im Video gezeigt. Und das möchten wir heute mal unbedingt ausprobieren. Wir müssen dazu betonen, dass es das erste Mal ist, dass wir sowas probieren. Also wir haben das noch nie davor, wir haben es immer nur gesehen auf TikTok, Instagram, YouTube, überall. Aber wir haben es noch nie selber ausprobiert. Und also, wir sind echt aufgeregt, also wie das werden wird. Wie das wird. Also ich bin auch schon richtig gespannt und aufgeregt. Vielleicht sind wir auch zu blöd dafür und schaffen das nicht. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall alles dann sehen. Ich hoffe nur, dass es kein komplettes Desaster wird. Ja. Gut, das heißt, wir zeigen euch jetzt, was wir so verwenden oder was wir dafür braucht, wenn ihr es auch probieren wird. Und jetzt legen wir mal los. Also ganz, ganz wichtig ist mal, dass ihr euch irgendwo platziert, wo ruhig ein bisschen social passieren kann. Deswegen ist auch ganz wichtig eine Unterlage auf jeden Fall, dass da nichts auf den Tisch kommt oder dass ihr auch selber nicht voll werdet. Dann im Set enthalten waren Gummibänder zum Abbinden des Stoffs und die Farben waren auch schon dabei. Die muss man nur noch mit Wasser auffüllen. Aber das machen wir erst ganz zum Schluss, weil da stand dabei, dass sie nur 45 Minuten haltbar sind und... sie sich dann auflösen und dann können wir sie ja gar nicht verwenden, weil wir immer so viel reden. Dann waren noch mit dabei Handschuhe, die sind auch ganz, ganz wichtig. Und weil viele gefragt haben, woher das Set ist, das ist übrigens auch mal das Set, das dabei war. Das unten sind diese Gummis und Handschuhe. Das ist einfach ein ganz normales Tie-Dye-Set. Also hier steht auch nur Tie-Dye, es ist keine bestimmte Marke. Von daher... gebt einfach im Internet einen Tie-Dye, da werdet ihr bestimmt jede Menge Sets finden. Dann haben wir noch dabei Steine, weil die brauchen wir für ein Design, was wir gerne probieren möchten. Ja. Und dann haben wir noch ein Wasserbecken und ein paar andere Sachen, die werden aber im Laufe des Videos eher noch zu sehen sein. Und einen Wasser... wie nennt man das nochmal? Wassersprayer. Ja, Wassersprayer. Zack, zack. Oh, hast du das Geräusch gerade gehört? Nein. War schön? Ja. Ah, weil es auch viel Plastik war. Ja, das ist schön. Und es ist wichtig, einen Zopf zu haben, weil nicht, dass die Haare dann irgendwie da reinfliegen und so. Genau. Ja. Weil die das sonst auch im Gesicht ziehen und so. Und weil ihr ja wisst, dass wir manchmal ein bisschen tollpatschig sind und diese Farben sehr, sehr aggressiv auf der Haut und so und sehr aggressiv auch einfach generell sind, haben wir uns einfach noch Plastikmittel hier. Die Arme hat sie schon einmal gemacht. Ja. Das ist einfach eine ganz normale Plastiktüte. Und dann schneidet man das unten einfach nur ab. Ich zieh schon an. Und dann kann man sich das schon drüber anziehen. Wow. So, jetzt haben wir unsere coolen Labormäntel an, die super Geräusche machen. So, jetzt ziehen wir uns noch unsere Handschuhe an. Ja. Und wir haben jetzt hier schon vor uns unsere feuchten T-Shirts liegen. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt auch noch eine trockene Variante oder so. Wir versuchen die auf jeden Fall mit den bisschen feuchteren T-Shirts heute. Ich probiere als erstes die Gabeltechnik. Dafür benötige ich eine Gabel. Das ist uns allen, glaube ich, die bekannteste Variante, die T-Shirts zu färben. Upsi. Und zwar... glaube ich, das funktioniert auch mit einem Finger oder mit der Hand. Ich weiß nicht. Ich versuche es auf jeden Fall mit einer Gabel. Dann muss ich in die Mitte gehen des T-Shirts und es dann eindrehen. Und es sollten wenige Falten entstehen. Also schon Falten, aber sie sollten immer kleiner bleiben. Genau. Und dann sieht das jetzt aus wie so ein kleiner Kuchen. Und dann muss man es abbinden. Glaube ich. Und es muss richtig fest sein. Also die Gummis sollten richtig fest drumherum sein.
habe Angst, dass es jetzt auseinanderfliegt. Nein. Aber kannst du mir helfen? Ja. Kannst du es so zuhalten? Ja. So. Und dann so. Also ich sehe das immer in den ganzen Videos, dass dann solche Kuchenabschnitte da sein sollten. Wo sie das dann immer färben. So. Ich glaube, das passt. Das so. Und so sieht das jetzt aus. Hinten schaut es auch wahnsinnig cool aus. Ich freue mich, dass es auf jeden Fall dann schon gleich zu färben. Okay, also ich habe eine andere Technik. Und zwar, also ich mache das jetzt so, dass ich das von der Ecke bis hier raufrolle. Und dann, ja. Warte, aber du musst es noch ein bisschen fester machen. Okay. Du musst es ganz eng. Warte, ich mache den Anfang schon. Richtig schön eng. Ach, warte, ich ziehe dafür die... Entschuldigung. Aber ich bin echt zu unfähig, mit diesen Handschuhen das zu machen. Außerdem brauchen wir die Handschuhe eigentlich noch gar nicht, weil das T-Shirt ist nicht ätzend für die Hände. Soll ich es machen? Also schau, du machst so ein bisschen, ganz dünn. War das noch richtig lang? Ja. So. Tada. Riesengroßer Wurm. Gut. Okay, und jetzt müssen wir das abbinden. Und jetzt musst du es abbinden. Aber das musst du ganz, ganz fest machen. Ja. Okay, kannst du mir da helfen? Ja. Ja, dann abbinden. Okay, gut. Magst du hier das schon haben? Ja. Aber ich glaube, man kann es auch mit Kabelbindern machen oder mit so einer Schnur, falls ihr gerade keine Gummibänder zu Hause habt. Ja. Mach das lieber, das kannst du fester machen. Ja. Genau. Kann man selbst machen. Wie so eine Römerin. Stimmt. Übrigens ist es ganz, ganz wichtig, dass die T-Shirts dann beim Färben feucht sind und auch beim Binden. Also nachher, wenn wir dann die Farben drüber geben, machen wir sie eben noch mal ein bisschen nass mit unserem Sprayteil. Ja, wir haben sie vorhin eh gewaschen. Genau, wir haben sie davor gewaschen, weil wie gesagt, wir die nasse Variante, also die feuchte Variante anwenden. Genau. So, jetzt nehmen wir uns noch beide unsere anderen T-Shirts. Warte, das ist Satz 1. Ja. Was ich noch ganz spannend fand, war die Steinvariation. Da benötige ich einfach nur Steine in einer gleich großen Form, circa so 2 bis 3 cm. Und die lege ich einfach unter mein T-Shirt, wo ich will, und binde es dann ab. Und ja, da gebe ich dann auf den Steinen die Farbe drauf und so. Das zeige ich euch dann eh nachher noch. Also einfach, wo man will. Und dann unter den Steinen sollte man das abbinden. Also muss ich das abbinden. Ja, wie das ist, aussieht wie Pilze. Hier, da ist meiner. Richtig cool. Ich möchte aber noch einen Stein hier mit haben. Also so schaut das aus. Sehr stylisch, finde ich. Also es ist 10-mal kleiner, da werde ich bestimmt reinpassen. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Yeah. In der Mitte noch einer, oder? Ja. Yeah. Yeah. Aber was machst du? Ich mache die Kreisvariante, nenne ich das jetzt. Und zwar, ich nehme das jetzt mal von da unten, den Finger, und dann ziehe ich das so hoch. So. Und dann bindest du es wie? Ja, dann bin ich hier eins und hier eins. Und dann sind das nur so Kreise, wenn man es dann aufmacht. Okay. Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Wir brauchen dann meine, glaube ich. Ja, also hier. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen. Okay, also hier einmal. So. Wo noch? Habe ich ihn noch hier irgendwo in den Mühlen? Nee. So. Wo noch? Dann hier noch ein. Hier? Ja. Ja, aber ich würde noch da ganz vorne einfach machen. Das ist so ein ganz kleiner Kreis. Ganz vorne auch noch? Ja. Okay. Aber machst du es zum Binden? Ja, okay. Jetzt bindest du es wieder auf. So. Warte. Du musst, ich weiß nicht, warum ich das nicht kann. So, und dann wieder so. Und wieder so. Wie, als würdest du einen Haken hier über einen Haken? Ja, eh, aber da kann ich es irgendwie besser als da. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle unsere T-Shirts abgebunden. Das heißt, wir können die Farben anmischen und loslegen mit dem spannenden Teil. Ja, zuerst. Aber zuerst ziehen wir nochmal unsere Handschuhe an. Ja. Und dann gehen wir nochmal mit dem Spray drüber. Okay? Ja.
So, wir haben uns jetzt hier zwei Bleche aus der Küche geholt. Einmal ein Rost und dann noch ein anderes Blech. Also ein Gitter eben. Genau, da haben wir uns was zum Abtropfen selber gemacht. Und jetzt ist mal ganz wichtig dran, sind die Farben zum Anmischen. Yeah. Stellen wir das mal beiseite. So, dafür haben wir uns jetzt einen Trichter geholt. Und jetzt brauchen wir eben die jeweiligen Farben. In der Anleitung stand, dass wir bis zum Strich Wasser auffüllen sollen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben jetzt hier einen Krug Wasser. Okay, komm mal ein bisschen näher, damit ich das da machen. Gut, aufschrauben, vorsichtig, nichts umschütten. Okay. So, ist ganz rein? Nein. Sag mir, wenn der Strich ist, ja? Ja. Stopp. Okay. Nein, kann noch ein bisschen. Nein. Stopp. Ja, jetzt. Gut, jetzt haben wir es bis zum Strich aufgefüllt und jetzt müssen wir es zumachen und gut schütteln. Also fest zuschrauben, oben halten und gut schütteln, dass sich dieses Pulver, was innen drin ist, auflöst. Egal. Wie gesagt, wir versuchen das zum ersten Mal. Und sie haben ja gesagt, falls die Farbe ein bisschen lockerer werden soll, soll man es aber noch mit mehr Wasser verdünnen. Aber das Ding ist, Gelb ist eigentlich eh an sich eine sehr leichte Farbe. Egal, dann haben wir mehr. Aber warum löst sich das Pulver von da unten nicht? Vielleicht da runter. Rot. Warte. Okay. Jetzt ist es. Oh nein, war das gerade Farbe? Oder Wasser? Ich habe das an Wasser, weil da sind auch Wasser. So. So gut. Wir schütteln nochmal alle kurz durch. So, gut, jetzt glaube ich, können wir anfangen zu werken, oder? Nehmen wir eben Blau nicht ganz zuerst. Zeig mal. Und vielleicht eine andere Farbe. Ja, das ist eh schon. So, gut. Dann brauchen wir jetzt wieder unsere Abtropfmaschine. Ja, ich würde sagen, du beginnst wieder. Mit unserem Spray und wir sprühen es noch ein bisschen mit Wasser. Mhm, ich lege es auch drauf. Ich mache es mir ein bisschen in einen Kreis, damit das irgendwie so ein bisschen. Oh nein, die hat schon Farbe drauf, wahrscheinlich von meinen Handschuhen. Egal, es ist eine Wand. Dieses T-Shirt wird noch bunt genug. So, jetzt freue ich mich schon richtig. Den Deckel muss man abnehmen. Hä, warum geht denn der nicht runter? Da beginnt einmal das Desaster. Jetzt. Ich habe Angst. Oh mein Gott, das sieht richtig cool aus. Oh mein Gott! Wow. So, das haben wir lila. Da möchte ich gerne noch gelb verwenden. Da vielleicht eher? Ja, das ist fertig. Was passiert? Das ist auf die Wand gegangen. Oh nein. Egal. Wir sagen einfach nichts der Mama. Jetzt verwende ich noch rot. Echt schön aus. Wirklich? Mhm. Schau mal, das verfließt sogar, das ist voll cool. Nee. Gut, dann verwende ich noch grün. Ich bin ein bisschen unentschlossen wegen Blau, weil es ist so dunkel. Aber ich will es trotzdem auch verwenden, weil vielleicht ist es ja dann ein richtig schönes Blau. Wow, aber das Grün ist cool. Wow, das ist echt schön. Mann, ich hoffe, das wird kein kompletter Fail. Das macht mir bis jetzt noch die größte Angst, dass es irgendwie voll komisch dann aussieht.
So, und da will ich nochmal Gelb hingeben, damit es ein bisschen noch was Helleres ist. So, und da ist das Blau. Okay, ja, das Blau ist sehr dunkel, aber es hat auch trotzdem sehr cool aus. Das wird sicher heller werden. Und man braucht auch gar nicht so sparsam sein, weil sollte da ordentlich was reinhauen. Außerdem, die Rückseite wird ja sowieso noch gemacht. Ja, schön. Okay, jetzt muss ich es umdrehen, aber ich muss schauen, meine Handschuhe sind komplett dreckig schon. Mhm. Und so gut. Wow. Wo war welche Farbe? Warte. Also es ist so da war. Nein! Jetzt habe ich es fast mit Rot gemacht. Das war knapp. Okay, ich muss hier lila machen. Da lila. Dann da war die Gelb. Dann da schon blau? Ah, ja. Vielleicht andere Seite. Oh Gott, das hat sich jetzt so durchgesetzt, das Gelb. Hilfe. Es wird jetzt hier grün. Hier. Und jetzt nochmal grün. Dann rot. Dann rot. Und dann nochmal gelb. Was? Und dann. Da war die rot, oder? War das jetzt zwei? Das sieht man so schön. Ja. Jetzt ist eh schon zu spät. Das ist echt schön. Und das ist... Gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Entschuldigung, dass wir gerade nicht so viel kommentieren, aber wir sind sehr konzentriert. Ja. So. Okay. Okay, ich glaube, das war's, oder? Ja. So, jetzt bin ich dran. Ich nehme als erstes lila. Und ich werde das, glaube ich, hierher geben. Mhm. Ja. Oh mein Gott. Voll cool. Okay, dann mache ich jetzt blau. Magst du so von dunkel auf hell gehen? Ja. Voll cool. Und jetzt, wenn du es halt so machen möchtest, dann würde ich als nächstes grün nehmen. Ja, und dann gelb und dann rot. Und dann mache ich nochmal den anderen Blau. Du kannst, ja. So. Mache ich jetzt grün. Aber ich bin gespannt, ob es dann beim Rauswaschen, ob die Farben genauso dunkel bleiben oder ob sie eben heller werden. Also ich glaube, dass sie eher ein bisschen heller werden. So. Du kannst es schon mal nicht so gut machen. Mach ich jetzt gelb. Wow. So. Mhm. Und jetzt rot. Rot? Warte, ich habe mich nämlich gerade eher. Ich dachte, du willst dich jetzt gerade damit überschütten. Oh mein Gott, nein! Und wie willst du jetzt das Ende machen? Wieder dunkelblau und ich glaub, wieder? Ich glaube, da mache ich jetzt lila. Dunkelblau und wieder lila? Weiß ich nicht. Lila und dann dunkelblau, oder? Dann ist das besser. Oder? Ja, es ist besser Regenbogen. Ja. Oh nein, dann. Egal. Es sieht trotzdem cool aus. Und das ist blau. Und blau. Weil das ist richtig lustig, das zu machen. Sieht voll cool aus. Danke. Nicht gut, das T-Shirt da. Okay, jetzt brauchen wir die Plastiktüten. Oh mein Gott, das sind Plastiktüten. So cool. Das habe ich nämlich vergessen zu sagen, das muss man dann in Plastiktüten lagern. Also die Stunden, wo das einwirken muss. Und sie müssen, glaube ich, fest zu sein. So. So? Ja, und es festzumachen. Erst ist es fertig. Okay, wir suchen hier nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob boah, ich bin echt schon gespannt. Ist super gut zu. Gut! Jetzt mache ich meinen Stein. Oh, wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht mit den Farben. Zu spät. Okay, gut. Ich mache jetzt hier mal gelb. Und dann, ja, das verfärbt sich von meinen Handschuhen ab. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ja, das ist schwer. So, dann möchte ich da hier rot machen. Nein, 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 das soll nicht so sein. Ich muss es mehr aufbreiten, das ist schwierig. Schwierig. Dann noch grün. Bisschen hier grün. Das Grün ist äußerst hell, ich dachte, das ist dunkler. So. Und da kommt ein bisschen blau und da lila. So, dann muss ich noch umdrehen. Wow, schon wie cool. Wow. Okay, dann mache ich jetzt noch so ganz bisschen irgendwie. Komm. Woo. So, gefällt mir das. Gut,
Dann packe ich das in die Tüte. Gut, dann mache ich jetzt. Ich spritze mal nass. Vorne mache ich hier Geld. Warte. So, jetzt kann ich die nicht tischen. So. Dann mache ich rot oder grün? Mach rot. Ja. Wenn du es mehr nach Regenbogen willst, dann will ich rot nehmen. Ups. So. Dann kommt lila. Blau und grün mache ich dann zusammen. Aber mach zuerst vielleicht eher so blau, damit es noch beim dunkleren bleibt mit dem lila. Und dann kannst du so ein bisschen wieder ins Helle gehen mit dem Grün. So. Dann mache ich hier so. Wir können ruhig so weiß wir stellen. Ja, aber schau, dass es recht viel bunt wird. Aber schau. Sehr cool, schaut das aus. Ich fiebere mit der Armin richtig diese Konzentration mit. Die Armin hat nämlich. Aber da ist Türkis schon. Yeah. Aber schau mal, da ist noch so viel weiß. Wow. Warte, da, soll ich dir helfen? Aber da ist der Dings. Soll ich dir das helfen? Ja. Nein, das will ich machen. So. Vor allem, dass das Strahl, der Strahl geht nicht so, sondern so. So, und jetzt werde ich noch hier ganz an der Spitze hier einen kleinen roten Dings machen. Möchtest du halten? Ja, bitte. Nein. Okay. Jetzt hat es mich berührt. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht das Ganze voll. So, das war's. Und jetzt schnell in die Tüte. Ja. Wow. So, jetzt heißt es aber warten. Ja, warten. Boah, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Gut. Warten wir. So, wir haben jetzt 3 Stunden gewartet und jetzt ist es Zeit, die Sachen auszuwaschen, oder? Ja. Ja, gut. Da haben wir hier unser Wasserbecken. Und ich würde sagen, wir waschen meins als erstes aus. Ja. Das haben wir als erstes gemacht. Mhm. So schaut das jetzt aus. Wieder vor. Nur knallig. Ich bin jetzt schon richtig gespannt, wie das ausschaut. Okay. Also die Gummis gehen wir runter. Die kann man noch abschneiden, aber. Ja, ich nehme sie jetzt lieber so runter. Und ins Wasser. Wow. Oh mein Gott, das T-Shirt sieht richtig cool aus. Boah, die Farben sind intensiv. Wow. Wow, das sieht ja mega cool aus. Wow, voll cool. Wow, warte, ich mach's kurz einmal auf. Wow, das sieht voll cool aus. Und das ist die Rückseite. Also, das hat richtig gut funktioniert. Also, mein T-Shirt hatte vorne eine Schrift drauf. New York City, glaube ich. Ja, die ist nicht mitgegangen, aber das finde ich eh ganz cool. Also nur so ganz leicht. Aber ich finde es eh cool, wenn es so nicht ganz so ganz mitgegangen ist. Ja, das ist so ein bisschen was Weißes. Genau. So, jetzt haben wir die T-Shirts ausgewaschen und wir sind jetzt echt gespannt, wie ihr reagieren werdet, weil uns gefallen sie mega. Ich finde sie richtig cool, okay? Ja. Also, ich beginne mit meinem ersten. Mhm. Und zwar, das ist mit der Gabelversion geworden. Wow. Das ist so cool. Ich freue mich richtig, dass das so gut funktioniert hat. Also es sieht wirklich mega, mega aus. Und ich finde, dafür, dass wir es zum ersten Mal probiert haben, sieht es richtig gut aus. Mhm. Das ist echt schön. Jetzt kommst du dran. Okay, und zwar, ich habe ja nicht das mit der Gabel gemacht, sondern eine andere Version. Und so sieht das aus. Also echt mega schön. Das sind diese weißen Striche, die übrig geblieben sind. Gut, dass wir die nicht angemalt haben, sonst wäre es ganz Dings gewesen. Aber es ist echt so schön geworden. Und ja. Auch richtig schön. Und mein zweites, das war die mit den Steinen, ist so rausgekommen.
Also auch richtig cool. Da ist es lustig, da hat sich das New York ein bisschen mit abgefärbt und bei dem da nicht. Aber schaut auch richtig cool aus, auch mit dem vielen Lila und Blau. Ja. Finde ich, ist das mega cool geworden. Und dann habe ich noch das mit dem Kreis. So sieht das aus. Das finde ich so cool. Also es ist echt schön geworden. Ja, also es ist wirklich schön. Aber also ja, hier ist es auch wieder weiß, also hat es nicht abgefärbt. Mhm. Also wenn ich jetzt von deinem sagen würde, welches mein Favorite wäre, dann wäre das mein Favorite. Und bei mir wäre es das mit der Gabel. Bei mir wäre es das mit der Gabel und das hier. Das finde ich irgendwie ein bisschen cooler. So, meine Lieben, das war's mit heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und Lust, das auch zu probieren. Also es ist wirklich eine super Idee, wenn es draußen mal wieder blödes Wetter gibt. Gebt dem Video einfach gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb und auch trotz dem blöden Wetter steht den Sommer cool durch. Muah. Muah. Wir lieben euch. Tschüss. Baba. Aber warte, schau mal, ist es innen auch? Innen ist es auch bunt geworden. Ja, bei mir auch.